Small Caps, das sind kleine Unternehmen mit großem Potenzial. Viele Anleger sind aber abgeschreckt, da Small Caps eben auch mit hohen Risiken verbunden werden, welche bei blindem Investieren und Unwissenheit auch eben zu großen Verlusten führen können. Damit dir das aber vielleicht nicht passiert, sondern du vielleicht sogar gute bis sehr gute Renditen damit einfahren kannst, erkläre ich dir in diesem Video die Grundlagen der Small Caps im Bergbausektor. Das macht Axino Capital, speziell unser CEO Wolfgang Seibold, schon seit über 30 Jahren sehr erfolgreich und wir geben dir hier alle Tipps weiter, die du brauchst, um eben auch deinen Erfolg mit Minenaktien oder Small Caps zu feiern. Zunächst sollten wir aber auch über den Bergbau reden. Ja, ich weiß, total langweilig. Tech-Aktien und Bitcoin sind viel, viel cooler. Die versteht man nämlich kaum bis gar nicht und die meisten Tech-Aktien sind auch absolut unterbewertet, sodass ein Investment super sinnvoll und sicher ist. Fast wie bei China-Aktien. Ihr merkt, da werde ich gerne auch mal ein bisschen ironisch. Klar, Tech-Aktien dürfen sich im Depot befinden und auch Bitcoins besitzen wir bei Axino Capital selber. Aber viele Anleger vernachlässigen eben den Bergbau und Rohstoffe, weil es eben so eingestaubt ist und eben nicht so viel Hype abbekommen hat. Das ist aber völlig zu Unrecht. Hier ein Chart von Nickel. Leute, Nickel, das ist ja wohl wirklich was total Langweiliges, aber der Chart, der ist aufregend. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich für das Thema so brenne und ihr habt im Bergbau verschiedene Möglichkeiten für ein Investment. Da wir uns in diesem Video aber auf Small Caps, also auf Aktien von kleinen Unternehmen konzentrieren wollen, schauen wir uns mal die Möglichkeiten dieser Aktien an. Small Cap Aktien haben einen sehr großen Hebel. Und jetzt sagte letztens jemand, gut, man kann ja alles irgendwie hebeln. Ja, das stimmt natürlich, aber das ist nicht ganz das, was wir meinen. Wir hebeln hier nämlich nur mit Eigenkapital. Was genau der Unterschied ist, erklären wir in einem anderen Video nochmal genauer. Aber für alle, die damit gerade noch nichts anfangen können, kurz gesagt, das ist was Gutes. Small Caps haben im Bergbau drei Phasen, ähnlich wie bei der Biotech. Explorer, welche die Rohstoffe im Boden erstmal suchen. Developer, welche die gefundenen Rohstoffe und den Abbau dieser auf ihre Wirtschaftlichkeit prüfen und eben eine Mine zur Förderung bauen. Und drittens die Produzenten, die, wie man vielleicht erahnen kann, den Rohstoff am Ende auch final fertigstellen, also in der Hand halten und dann eben verkaufen. Ein typischer Chart eines Small Caps sieht so aus. Hier seht ihr sehr gut die einzelnen Phasen und das Potenzial. Wichtig natürlich, mit mehr Potenzial steigt auch immer das Risiko. Daher ist es wichtig, dass ihr euch wenigstens grundlegend mit diesen Investments beschäftigt, bevor ihr sie tätigt. Ich weiß selber, dass es sehr schwer ist und zeitraubend sein kann, sich immer detailliert zu informieren. Man will ja auch nicht jeden Tag ins Depot gucken oder jeden Tag News lesen. Wir haben euch aber eine Investorenbroschüre zusammengestellt, in welcher wir sehr spannende Aktien vorstellen und die Unternehmen plus das Management kurz für euch zusammengefasst haben. Das findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Ansonsten empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren und ich verspreche euch, dass ihr nach ein paar Videos schon mehr und mehr über den Sektor und über die Möglichkeiten wisst. Und mit der Zeit werdet ihr richtige Small-Cap-Profis. Das ist nämlich unser Ziel, euch das Wissen entsprechend weiterzugeben, damit ihr Investmentsentscheidungen später auch selber treffen könnt und eben auch nicht nur vielleicht 1, 2, 3, 4, 5% aus irgendwelchen ETFs mitzunehmen, sondern vielleicht auch hier eben den großen Hebel für euch entdecken könnt. Ich weiß, die Hürde klingt erstmal sehr groß und Small Caps werden ja immer von vielen Leuten als sehr gefährlich eingestuft. Sie haben auch definitiv ihr Risiko, die Chancen sind aber auch enorm. Mehr zu dem Thema, wie gesagt, regelmäßig hier auf dem YouTube-Kanal. Wir würden uns freuen, wenn du wieder vorbeischaust und wir sehen uns dann im nächsten Video.